Zurück in der Chiemgau Arena, 9500 Zuschauer heute am Donnerstagmittag hier auf der Tribüne. Viele weitere 1000 an der Strecke draußen, die das Ganze hier begleiten. Die 15 Kilometer der Frauen. Schießstand, du hast es gesagt, kein Wind heute. Da sehen wir, wie das rote Trikot schimmert. Bei Dorothea Viera, die Siegerin des ersten Einzels von Östersund. So, und da geht's gleich los. Auch für Dorothea Viera mit der 32, 25 Jahre alt. In der kommenden Woche ihr Heimweltcup in Antholz. Ist aus dem Antholzer Tal. War Vierte im Weltcup, mittlerweile Sechste. Aber eben die Siegerin zum Auftakt des Einzels in Östersund. Auch für sie war es der erste Weltcup-Sieg, ähnlich wie bei Franziska Hildebrandt. Ein Wirbelwind. Dorothea Viera oben, das rote Trikot, liegt bereit. Und sie ist ja eine der schnellsten Schützinnen. 1:45 bei viermal Schießen sind drin. Und das macht sie auch jetzt wieder ganz hervorragend. In einem Ball viel, viel flotter insgesamt dahergeht. Und sie geht jetzt hier in Führung, Dorothea Viera. Ganz beeindruckend hier unten diese Kasachin. 21 Jahre erst alt, schießt hier sehr, sehr souverän. Aber wir schauen nach oben natürlich. Dorothea Viera. Wir 5 Treffer von der Frau in Rot, macht sie ausgezeichnet. Kasachin 3x0 und Dorothea Viera, die geht jetzt hier nach diesem zweiten Schießen für sie. Vorbei an der Polin, deutliche Führung, 21,7 Sekunden. Das ist ja das Spannende am Biathlonsport. An sie ist eine, die Spannung garantiert, Dorothea Viera. Herrlich. Sie gut heute, herrlich. Ist sie stark, hält sich hier fehlerfrei, auch mit den Schüssen 11 bis 15. Wieder alles weiß für Dorothea Viera. Wieder geht sie in Führung nach dem dritten Schießen. Jetzt kommt Dorothea Viera. Schauen Sie auf die Laufzeit. Alles getroffen bislang. Alles hängt davon ab, wie sie jetzt hier durchkommt. Dann kann sie wie in Östersund ganz vorne landen. Schießt die schnell. Schießt die schnell. Ohne Risiko, kein Erfolg. Und die schafft das. Unglaubliches Schießen von Dorothea Viera. So gewinnt man Rennen. Damit hat sie eine richtig gute Chance. Wir wissen, Thierry Leckhoff ist noch unterwegs, auch auf diesem Level. Dorothea Viera, schauen Sie, deutlich die Führung vor Gabriela Sokolova. Sind auch die anderen Athletinnen viel zu stark. Eben auch Dorothea Viera, die hier diesen Einzelwettkampf, diese Disziplin offensichtlich zu ihrer Lieblingsdisziplin macht. Wieder 20 Treffer hier, deutliche Führung für die Italienerin, wie schon in Östersund. So, Dorothea Viera vorbei an einer weiteren Konkurrentin hier. Fährt hier runter den Schießplatz Berg, jetzt sind das Fischer, das neu gestaltet wurde. Damit hält sie dieses rote Trikot fest und geht als Top-Favoritin nach Oslo zu den Weltmeisterschaften. Dort ja dann schon das letzte Einzelrennen, gibt nur 3 in dieser Saison, sodass sie auch allerbeste Chancen hat auf die Wertung in dieser Disziplin für diese Saison. Dorothea Viera. Klasse Lauf, klasse Vorstellung. Von Anfang bis zum Ende wird jetzt hier auch gebührend gefeiert. Ich habe es angesprochen, faires Publikum hier. Dorothea Viera, 9500 stehen bereit, sie in Empfang zu nehmen und ins Ziel zu begleiten. Und das Ganze lautstark, kräftige Schübe, bloß nichts mehr anbrennen lassen. Aber liebe Dorothea Viera, da kann nichts mehr passieren. Deutlich, deutlicher Sieg. Kommt hier mit 20 Treffern ins Ziel, 54,8 Sekunden ihr Vorsprung und die Geste zeigt ganz deutlich, perfektes Rennen. Ritora Aber, die schnellste Laufzeit hat, dann Kaiser Meckerreinen, nur eine Sekunde schneller als Dahlmeier und Franziska Hildebrandt war auch sehr gut, 15 Sekunden nur langsamer als Dahlmeier. Schönes Bild hier, verstehen sich alle gut, die Biathlon-Familie. Jeder kämpft natürlich für sich, wenn der Startschuss fällt. Gratulation vom gelben Trikot ans rote. Sokolova an Dorothea Viera. Kleiner Plausch am Rande. Dorothea Viera also mit ihrem zweiten Weltcup-Sieg.
die Basis am Schießstand gelegt. Da ist die Null gestanden. Der eine Fehler von Kaiser Mäckereinen hat ihr den Sieg gekostet. Gabriela Sokolova auf der Position 3. Franziska Hildebrand als beste Deutsche auf Rang 4.